So, ich brauche hier einfach nur vom Schweißen aufs Reinigen gehen, bestätige das Ganze, wähle hier die Leistung aus, die ich haben will, drücke das Gerät hier auf ein und dann kann es schon losgehen. Laserreinigen ist eine spektakuläre Technik mit wirklich tollen Möglichkeiten. Nicht umsonst ersetzt dieses Verfahren immer mehr und mehr das Sandstrahlen. Und mit diesem kleinen Gerät hier von X4Tonics wird diese Technik das erste Mal wirklich bezahlbar. Das ist ein Laserschweißgerät, ein Laserschneidgerät, aber auch ein Laserreinigungsgerät. Man muss an diesem Gerät nur noch auswählen, was man machen will, und das Gerät arbeitet. Absolut genial. Das hat sich ein Zuschauer von mir in einer Kickstarter-Kampagne gekauft, hat ungefähr 2.500 Euro dafür bezahlt und hat gesagt, Mann, ich leih dir das erstmal aus. Und in meinem ersten Video dazu haben wir uns angeguckt, was das Gerät wirklich alles möglich macht. Und viele von euch haben sich einen Teil 2 gewünscht, in dem wir uns das Laserreinigen etwas näher angucken. Ich habe mit diesem Gerät unwahrscheinlich viele Muster gestrahlt und wir gucken uns anhand dieser Muster an, was mit dieser Technik möglich ist, wo aber auch wirklich die entscheidenden Nachteile liegen. Ich zeige euch mal am Anfang, wie einfach das Ganze ist. Das heißt, ich habe hier Schweißen, Schneiden, Reinigung. Ich gehe auf Reinigung, ich gehe auf Bestätigung. Jetzt brauche ich hier im Prinzip nur auswählen, mit wie viel Leistung ich arbeiten will. Und ich kann hier die Breite des Strahls auswählen. Ich habe die komplett auf 8 mm, das ist die breiteste Möglichkeit. Und dann brauche ich das Gerät im Prinzip nur noch anschalten. Ich habe hier unten einen Schlüsselschalter, der muss auch eingeschaltet sein. Ich habe verschiedene Note aus und dann kann ich mit dem Gerät im Prinzip schon loslegen. Das Gerät ist jetzt so konzipiert wie wirklich die meisten Lasergeräte. Ich kann nur mit Kontakt arbeiten. Ich habe also keine reguläre Masse hier, sowas braucht man nicht. Man hat aber diese kleine Sicherheitsklemme, die hat 24 Volt und der Stromkreislauf muss immer geschlossen sein. Nur dann kann ich mit dem Gerät arbeiten. Und das macht natürlich gerade beim Reinigen wenig Spaß. Und darum gibt es Geräte, da kann man diese Sicherheitsmasse ausschalten. Das kann man bei dem Gerät nicht. Was bei dem Gerät immer wieder gemacht wird, macht selbst der Hersteller selbst. Man steckt die Masse einfach hier oben dran. Und dann kann man mit dem Gerät wirklich strahlen, kann wie Darth Vader durch die Gegend schießen. Ich habe das neulich mal in einem Experiment gemacht. Ich habe auf eine Kong-Dose geschossen. Das ist mein Lieblings-Energy-Drink von Lidl. Und die kann man auch auf 3 Meter Entfernung einfach noch durchschießen. Also das Ganze ist alles andere als ungefährlich. Aber von der Technik her sieht man, ist es wirklich extrem einfach. Jetzt braucht man auch Gas, wenn man damit arbeitet. Ich habe letztes Mal Argon verwendet. Argon steht auch in der Beschreibung drin. Ich habe mich aber informiert, es ist möglich, auch mit Stickstoff zu arbeiten. Stickstoff ist das Gas der Experten, damit kriegt man wohl die besten Oberflächen. Was man aber auch nutzen kann, und das habe ich heute komplett in diesem Video genutzt, ist ganz einfach Druckluft. Mit Druckluft funktioniert das Ganze auch und Druckluft ist natürlich die günstigste Möglichkeit, mit so einem Gerät zu arbeiten. Also ich habe jetzt einfach 4 Bar an meinem Kompressor eingestellt und dann kann es losgehen. Muss natürlich vernünftig trockene Druckluft sein. Die Frage ist, wofür brauche ich überhaupt Schutzgas, wofür brauche ich überhaupt Druckluft? Und das ist im Prinzip sehr einfach erklärt. Wir haben hier vorne die Linse, die ist wirklich sehr empfindlich. Wir haben diese ganze Motorik hier vorne. Die Druckluft bzw. das Schutzgas kühlt das Ganze, das ist ein Effekt. Der andere Effekt ist natürlich, solange hier vorne was rausstrahlt, können die abgelösten Partikel hier nicht reinkommen, können die Linse oder andere Bauteile hier wirklich nicht verschmutzen. Und dann habe ich natürlich mein Bauteil, das ich strahle. Und da lösen sich auch wieder Partikel ab und diese Partikel will ich natürlich von der Oberfläche weg haben. Und die puste ich im Prinzip mit der Druckluft oder dem Schutzgas auch ab. Ich habe jetzt Versuche gemacht mit Argon, ich habe Versuche mit Druckluft gemacht, Stickstoff habe ich leider nicht. Und das Ganze hat eigentlich sehr, sehr ähnlich funktioniert. Ich als Laie oder ich als Anwender habe da wirklich keinen Unterschied gemerkt und darum werde ich in Zukunft natürlich Druckluft verwenden, ganz einfach aus dem Prinzip schon, weil das natürlich viel, viel günstiger ist und Druckluft einfach Kompressor anschmeißen und dann kann es losgehen. Und mein erstes Opfer ist jetzt dieser Rocket Stove. Dieser Rocket Stove ist ein bisschen angerostet, den möchte ich natürlich wieder schön haben von der Oberfläche, eventuell lackieren. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie viel Leistung muss ich hier einstellen, damit ich da ein vernünftiges Ergebnis hinbekomme. Dafür habe ich mir erstmal einfach die Unterseite vorgeknöpft und jetzt kann man hier wirklich in Prozent sagen, ich nehme ein bisschen mehr, ein bisschen weniger Leistung. Man strahlt eine kleine Musterstelle und dann guckt man, bis man ein vernünftiges Ergebnis hat und dann habe ich
ich in 2, 3, 4 Minuten den ganzen Rocket Stove übergestrahlt und habe hier wirklich ein sehr schönes Ergebnis. Ich werde den wahrscheinlich nachher mit hitzebeständigen Lack lackieren, dass er wirklich von außen schön aussieht. Und der Riesenvorteil ist jetzt halt, wenn ich das Ganze in einer Sandstrahlkabine machen würde, muss ich die natürlich haben. Wenn ich hier in meiner Werkstatt sandstrahlen würde, würde es natürlich hinterher aussehen wie Schwein. Das will natürlich keiner. Ich mache das Ganze hier einfach auf meinem Arbeitstisch. Ich habe nebenbei eine professionelle Absaugung. Die braucht man auch wirklich. Also entstehen hier massive Partikel. Ich habe mir nebenbei einen Atemschutz aufgesetzt. Da sollte man wirklich auch immer drauf achten. Und dann kann man hier ganz einfach auf dem Schweißtisch arbeiten. Danach stellt man das Ganze wieder aus, kann das Gerät, das steht hier bei mir auf dem Schweißwagen, einfach wegrollen. Und so ist das natürlich eine sehr einfache, praktische Technik. Und so einen Rocket Stove, den könnte ich natürlich auch problemlos überschleifen. Das sind alles schöne Flächen, das ist kein Problem. Der Vorteil bei so einem Laser ist natürlich, dass wir auch in Konturen reinkommen. Ich habe zum Beispiel hier mal dieses Scharnier ein bisschen übergestrahlt. Hier bin ich auch mit 100% rangegangen, weil ich sehe wirklich eine massive Verschmutzung und Verzinkung drauf ist. Und das kriegt man dann hier alles ab. Und dann kann man hier wirklich richtig schön in die Konturen reingehen. Hier sieht man auch wirklich bei 100%, da hat man richtig massive Riefen, hat das Ganze wirklich massiv abgestrahlt. Und wenn man hier dann nur irgendwo 10-20% einstellt oder so, dann kitzelt man die Oberfläche wirklich nur an. Also man kann das Ganze einstellen. Und natürlich ist es auch hier so, das sagt auch der gesunde Menschenverstand, je öfter man drüber geht, desto intensiver strahlt man das Material natürlich ab. Das ist beim Sandstrahlen so, das ist beim Glasperlenstrahlen so. Und natürlich ist es auch sehr ähnlich beim Laserstrahlen. Das heißt, einfach auswählen, wie stark die Leistung ist, und dann kann das Ganze losgehen. Und das wird hier ein rauchfreies Feuer. Das habe ich vor ein paar Wochen mal angefangen zu bauen. Muss ich die Tage mal fertig machen. Wird sicherlich auch ein interessantes Projekt. Ist ein altes Ölfass. Und das ist natürlich hauchdünn, ähnlich wie zum Beispiel Kfz-Bleche. Und an dem habe ich hier auch noch mal ein paar Versuche gemacht. Wir haben hier auch eine Beschichtung. Und hier habe ich angefangen, ganz einfach mit 20%. Bin hier rübergegangen. Man sieht noch ein bisschen die Farbe. Dann bin ich auf 30% hochgegangen. Und da sieht schon deutlich besser aus. Hier sind es 35% und das sieht dann wirklich schon gut aus. Und mit diesen 35% habe ich hier unten einfach mal die Verrostung abgestrahlt. Und ich denke mal, das ist ein richtig schönes Ergebnis. Das ist ein unwahrscheinlich glattes, homogenes Ergebnis. Und das ist, denke ich mal, auch sehr, sehr vergleichbar mit Kfz-Blechen, wo man da irgendwo Rost abstrahlen will. Ich habe hier innen zum Beispiel auch ein paar verrostete Stellen einfach abgestrahlt. Das Ganze ist ja hier innen auch beschichtet. Man hat manchmal, dass man hier nochmal so ein bisschen Rest hat, dass man also einmal mit einer Drahtbürste rüber muss, dass man diese Reste noch mal so ein bisschen ablöst, und dann bekommt man hier wirklich sehr, sehr schöne Oberflächen, und das wirklich auch bei sehr, sehr dünnem Material. Das gleiche habe ich hier bei einem alten Schweller gemacht. Das ist immer so ein Musterstück von mir, wo ich immer mal wieder ein bisschen dran rumbastle. Hier habe ich die Konturen eingestrahlt. Man kommt hier halt überall hin. Man kriegt hier auch sehr saubere, sehr homogene Flächen hin. Muss man halt auch immer ein bisschen rumspielen. Wenn man zu lange drauf bleibt oder wenn man halt die Strahlung zu stark eingestellt hat, dann kriegt man hier auch mal so leichte Stellen rein oder so. Muss man halt ein bisschen aufpassen, ein bisschen mit rumspielen. Aber ich habe das Ganze jetzt mal ein paar Stündchen hier gemacht, ein bisschen mit rumgespielt. Man sieht, das funktioniert. Es ist weder so, dass man bei Dünnblech durchfällt oder das zu stark erhitzt oder dergleichen oder sich hier irgendwas verformt. Das konnte ich hier alles wirklich nicht feststellen. Wenn man fertig ist mit Strahlen und man fasst die Flächen an, die sind lauwarm, aber die werden nicht richtig heiß. So ein Gerät wiegt jetzt 15 Kilo. Damit ist man natürlich unglaublich mobil, unglaublich flexibel. Man kann das Gerät im Prinzip überall mit hinnehmen. Man hat eine 230 Volt Steckdose, braucht dann halt nur Schutzgas oder Druckluft und kann überall reinigen. Ich habe das Ganze mal an einer Steinmauer versucht. Die Steinmauer, das hat wirklich nur so mittelmäßig geklappt. Das war mir auch viel, viel zu langwierig. Das habe ich wieder sein lassen. Eine alte Waschbetonplatte habe ich stückweise übergestrahlt. Das hat schon deutlich besser funktioniert. Aber ich denke mal, da gibt es Geräte, mit denen kann man deutlich größere Bereiche abstrahlen. Da gibt es sicherlich ganz andere Geräte. Das würde ich mit dem Gerät im Prinzip nicht empfehlen, nicht machen. Das ist viel zu langwierig. Aber im Prinzip funktioniert es auch. Ich habe dann hier nochmal diese Spitzhacke übergestrahlt und das hat wieder richtig gut funktioniert. 100%. Die war wirklich massiv verdreckt. Da ist hier so ein massiver, fetter Lack drauf. Das ist alles runtergekommen. Jetzt kann ich die hier nochmal einmal vorsichtig überschleifen. Dann wird die wieder lackiert.
lackiert und dann sieht die wirklich wieder aus wie neu. Den Holzstiel habe ich auch versucht, da hat es gleich so ein bisschen angefangen zu brennen. Das habe ich dann wieder sein lassen. Aber auch das hat wirklich sehr gut funktioniert. Wie gesagt, die Steinmauer, das war mir im Prinzip viel, viel zu langwierig. Darum habe ich das Ganze wieder eingestellt. Aber auch ansonsten kann man solche Materialien da problemlos mit überstrahlen. Es gibt aber auch zwei entscheidende Nachteile bei solchen Geräten. Punkt 1 ist wirklich die scharfe Regulierung durch den Gesetzgeber. Da sollte man sich im Vorfeld wirklich beraten lassen. Im Prinzip ist es eigentlich gar nicht möglich, dass man sowas als Privatperson benutzt. Es gibt aber viele Privatpersonen, die benutzen das und irgendwie interessiert es auch wieder keinen. Und wenn man eine Firma hat, dann muss man da wirklich sich auch mit den Schutzmaßnahmen auseinandersetzen und muss die wirklich explizit einhalten, sonst kann man da wirklich massive Probleme bekommen. Auf der anderen Seite ist so ein Laser natürlich auch unglaublich gefährlich. Man sieht, wie spielend der hier wirklich die Materialien abstrahlt. Wenn man sich da natürlich selber mittrifft, wenn man andere Menschen mittrifft, ich habe das gemacht, dass ich hier durch die Halle ein bisschen durchgeschossen habe, 3 Meter Entfernung, so eine Kondose, 3 Meter Entfernung, hier so eine Pappe anzuzünden, ist wirklich alles kein Problem. Gerade wenn man das Gerät hier überbrückt hat, wie ich das vorhin gezeigt habe, nur dann funktioniert das mit den Strahlen wirklich richtig gut. Dann kann man hier mit dem Laser durch die Halle schießen. Das ist unglaublich gefährlich. Da sollte man wirklich immer drauf aufpassen. Da sollte man die Sicherheit wirklich immer im Auge behalten. Wir haben als nächsten Punkt die Streustrahlung. Jeder Gerät oder alles Material, was ich anstrahle, hat so eine gewisse Reflexion. Aluminium, Kupfer zum Beispiel viel, viel stärker, aber auch normaler Stahl. Und diese Reflexion, diese Streustrahlung, die ist wirklich auch sehr gefährlich. Damit kann man sich sein Augenlicht schädigen. Damit kann man sich wirklich die Haut schädigen. Da sollte man wirklich immer auf Schutzausrüstung achten. Und den Punkt, den man meistens nirgendwo hört, ist natürlich so, wenn ich hier Bauteile strahle, dann ist das Material, was ich da abstrahle, ja nicht weg. Das habe ich im Prinzip nur pulverisiert und das ist dann wirklich in der Atemluft. Und das merkt man wirklich sehr, sehr intensiv, gerade bei lackierten Oberflächen, gerade natürlich auch bei verölten, verschmutzten Oberflächen oder auch bei verzinkten Oberflächen. Da sollte man wirklich massiv aufpassen. Ich habe hier die Absaugung benutzt, musste trotzdem aber immer noch Atemschutz ansetzen, sonst hätte man in meiner Halle nicht arbeiten können. Und danach habe ich hier auch noch mal ein bisschen gefilmt, noch mal ein paar Sachen gemacht. Dann hatte ich wirklich einen unglaublichen Geschmack im Mund, weil ich keinen Atemschutz mehr auf hatte. Also das Ganze ist in dem Bereich auch wirklich alles andere als ungefährlich. Da sollte man wirklich massiv drauf achten. Aber an sich ist diese Technik wirklich absolut genial. Dieses Gerät funktioniert bei mir wirklich sehr, sehr gut. Es gäbe noch die Möglichkeit, die habe ich jetzt nicht genutzt, dass man hier eine andere Linse einbaut. Dann kann man aus einer viel größeren Entfernung seine Bauteile bearbeiten. Die Möglichkeit habe ich hier aber nicht genutzt, weil ich so eine Linse momentan nicht habe. Aber ansonsten hoffe ich natürlich, dass ich euch einen kleinen Einblick in das Laserreinigen gegeben habe. Ich habe demnächst vielleicht mal die Möglichkeit, absolute Profis in dem Bereich zu begleiten. Und dann werde ich das Ganze natürlich auch mit der Kamera dokumentieren und werde euch da ein sehr, sehr spannendes Projekt vorstellen.